Red Dot Games. Playway. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei meinem neuen Let's Play Car Mechanic Simulator 2015, zu Deutsch Autowerkstatt Simulator 2015. Ich habe Post bekommen von der Firma Deep Silver und die haben mir, sieht man das hier, das spiegelt sich so, haben mir dieses Spiel zugeschickt, was ich dann spielen darf, Let's Playen darf, und das fange ich jetzt einfach mal an. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Plan von diesem Spiel. Ich weiß nur, es geht um eine Autowerkstatt. Du musst Autos, Fahrzeuge instand halten, so wie es ja auch hier hinten drauf steht in der Beschreibung. Hast einen Kundenservice, das heißt, du nimmst die Fahrzeuge an. Du hast eine Werkstatt, wo du eben das reparieren musst. Ist aber nicht so ganz plump gemacht, sondern tatsächlich sehr interessant, wie du hier auch im Hintergrund siehst von dem Bild. Es ist super mega interessant, weil du musst wissen, wo die Teile sind, wo die hingehören. Also eine Spurstange zum Beispiel gehört nicht in den Motorraum, um es mal so auszudrücken. Und eben auch ein Fuhrpark, da kannst du Autos kaufen, verkaufen und so weiter. Es ist super interessant. Ich habe hier die Grundversion, wie gesagt, die hat mir Firma Deep Silver bzw. Koch Media zugeschickt, und vielen lieben Dank dafür. Ich hatte eigentlich nur angefragt, ob ich das Let's Playen darf, und prompt hatte ich etwas Post im Postkasten. Ja, wir fangen einfach mal an. Wie du siehst, ich habe noch nicht gespielt, ich habe noch kein Profil. Ich suche für meine fiktive Figur, für meinen fiktiven Charakter natürlich einen Namen, wie ich ihn nennen kann. Ich wollte ihn erst Walter nennen, Walter der alte Schrauber, aber ist eigentlich auch viel zu verbreitet. Deswegen schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare unten rein, wie mein fiktiver Charakter heißen soll. Schlag doch immer bitte was vor. Mein Profil ist natürlich klar Onkel Bobby. Deswegen, ich bin der Onkel Bobby und dies ist mein neues Let's Play. Das machen wir natürlich auch noch mit dazu. Wir fangen hier, also ich habe, fangen fast an. Ich habe hier einfach das Spiel zwar natürlich schon mal gestartet, aber nur um die Videoeinstellung einzustellen. Hier natürlich auf der Ultra High-End-Maschine natürlich klar. V-Sync habe ich ausgeschalten, Vollbild habe ich auch ausgeschalten. Ich habe da so ein nettes Programm, deswegen ich spiele im Fenstermodus, um eben mal so schnell hin und her zu switchen mit der Maus. Und sämtliche andere Sachen natürlich eben in der Vollauflösung, so dass ich eigentlich mit 60 Frames eigentlich gut spielen können sollte, laut der Angabe. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir machen einfach mal neu und dann lassen wir uns überraschen, was wir so hier jetzt zu hören und zu sagen bekommen. Wird geladen. Mal schauen, was unser erster Auftrag wird. Ich denke mal, es wird Tutorial erstmal werden. Aber ich finde das Spiel eigentlich voll gut, denn es liest sich wirklich interessant. Und ich habe das, was ich als Vorschau schon gesehen habe, musst du wirklich wissen, wie schon gesagt, an welcher Stelle zum Beispiel die Ölwanne sitzt oder die Zündkerzen, wo die hingehören und so weiter und so fort. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit dem Tutorial, so wie es hier aussieht. Willkommen zu Autowerkstatt Simulator 2015. In diesem kurzen Tutorial werden wir die grundlegenden Mechanismen des Spiels zeigen und dir beibringen, wie du erste Auftragsangebote auswählst. Das machen wir doch. Hier klingelt das Telefon. Erster Kunde, hast du dieses Telefon klingeln gehört? Ich lese immer das, was da gar nicht steht. Das ist Mist. Das ist ein neuer Kunde für dich. Gehe zum Schreibtisch, nimm das Telefon ab und überprüfe, was zu tun ist. Dann machen wir das einfach mal. Das hier ist im Übrigen unsere kleine, süße Werkstatt.
in der wir hier zum Beispiel ganz schick eine Suppe, ein Kaffee Latte und was haben wir hier noch? Macchiato, Caffè d'Oro und keine Ahnung was. Also es ist schon super detailliert auch gebaut hier. Das finde ich schon voll. Und du kannst den sogar bewegen hier. Coole Aufwertung. Überprüfe sie ab und an. Du wirst für je 1000 Dollar erhalten. Quatsch. Nochmal. Überprüfe sie ab und an. Du wirst für je 1000 erhaltene Erfahrungspunkte soll das sein, erhalten, die du für Aufwertung nutzen kannst. Jede Aufwertung wird deine Arbeit irgendwie einfacher machen. Was haben wir denn hier? Wir können schnelle Schrauben lösen zum Beispiel, dann irgendwann mal freischalten. Zusammenbauen, zerlegen, ein Tablett für Bestellung. Ja, ich komme sofort. Ein Tablett können wir zum Beispiel für Bestellung uns kaufen. Da muss ich auch nicht. Elektronischer Zähler? Okay. Druckprüfgerät und ein OBD-Scanner. Ah, genau. Das ist dieser Fehlerauslese-Apparillo, den du dann in jedes Fahrzeug. Die aktuellen Fahrzeuge haben alle OBD-2 mittlerweile drin. Ältere Fahrzeuge haben noch OBD-1. Der Unterschied zwischen OBD-2 und OBD-1 im Übrigen, nur mal so als kleine Lektüre nebenbei, ist halt einfach, dass OBD-2, ja, ich komme sofort, dass das universell ist und in jedem Fahrzeug der gleiche Stecker ist, während bei OBD-1 noch jeder Hersteller für sich so ein bisschen gemuckelt hat. Der eine hatte Stifte, der andere hat den Stecker, der andere war rund, der andere war eckig und das wollte man vereinfachen und dementsprechend gab es dann dieses OBD-2. Ist aber auch schon jetzt ein paar Jahre auf dem Markt, ist schon vieles einfacher. Fotokamera, auch nicht schlecht. So, pass auf, wir gehen hier mal ins Telefon und haben ein paar Aufträge. In diesem Menü kannst du alle Aufträge in der Warteliste betrachten. Einige von ihnen sind gesperrt, da du mehr Erfahrungspunkte benötigst, um sie anzunehmen. Hier kannst du Aufträge annehmen oder, wenn du sie nicht magst, ohne Konsequenzen ablehnen. Neue Jobs werden hier jedes Mal, wenn ein Kunde dich anruft, erscheinen. Also dreimal wurde jetzt geklingelt und drei Aufträge haben wir. Und hier haben wir schon eine Erfahrung. Oder vierte sogar. Verfügbar ab 1500 Erfahrung, 3000 Erfahrungspunkte. Und da wir noch 0 Erfahrungspunkte haben, können wir die beiden erstmal gepflegt ablehnen. So, jetzt haben wir hier ein Royale Bianco und ein Rino. Halt doch mal die Klappe. Ein Rino Piccolo. Ich gehe mal von aus, dass die nicht die Original-Markennamen verwenden durften. Also Rino heißt hier in dem Fall wahrscheinlich dann Renault. Sehr intelligent gemacht. Halt doch mal die Klappe, ich darf das noch nicht. So, erneuere das Motorenöl. Wechsle das Motorenöl. Erneuern, wechseln. Pass auf, die können wir... Dann nehmen wir den Royale Bianco. Dann nehmen wir den mal an und machen mal ein Motoröl. Das heißt, jetzt laden wir das Auto quasi in die Werkstatt rein, damit wir es dann entsprechend bearbeiten können. Da ist er schon, der gute Alte. Verfügbare Aufträge 1. Ach, da oben, da siehst du, oh, kann ich hier irgendwo ins Menü rein? Da oben, da siehst du hier nochmal verfügbare Aufträge am Telefon, meine Erfahrungspunkte und mein aktueller Kontostand. Gut, Ziel des Spiels ist es natürlich, gehe ich mal von aus, die Hütte so weit auszubauen, wie es geht, so dass wir die modernste Werkstatt vor Ort sind. Hier, rasant, rasant, rasant. Okay, pass auf, dann machen wir einfach mal. So, wir haben links oben die Steuerung normaler Modus, Karosserie-Zusammenbau-Modus. H ist Karosserie-Modus umschalten, C ist auf Zustandsmodus umschalten, M Fahrzeug bewegen. Das machen wir doch mal. Wir bewegen das Fahrzeug mal. Arbeitsverwaltung. Halte deinen Arbeitsplatz immer sauber und organisiert. Reparaturen, die Zugang zu Rädern und Federungen erfordern, werden nur mit einem Wagenheber möglich sein. Andere können auch anderorts erfolgen. Um einen neuen Job anzunehmen, musst du in der Mitte deiner Werkstatt, wo wir jetzt hier gerade sind, freien Platz schaffen, so dass der Kunde sein Auto dalassen kann. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf den linken Wagenheber. Genau, da haben wir das Auto. Und dort werden wir das Ding jetzt erstmal hochheben. Denn wir müssen ja einen Ölwechsel machen. Deswegen schieben wir den hoch, der fährt hoch. Dann können wir... Ach hier, guck mal, das ist ein Ölablasser. Brauchen wir den dafür? Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil wir müssen das Öl, das Altöl, das muss ja irgendwo auf jeden Fall gelassen werden. Können wir nicht so auf den Boden plattern hier, ne? Geht ja nicht. So, und jetzt haben wir den Ölablass natürlich immer an der tiefsten Stelle des Fahrzeuges. Und das muss hier irgendwo am Motor sein. Ich selber, da ist die Ölablassschraube. Ich selber bin kein Mechaniker, kein gelernter Mechaniker. Ich habe mir das alles mal im echten Leben, ja, Mensch, ist alles gut, im echten Leben selbst angeeignet und dementsprechend habe ich da so ein paar Erfahrungen, sage ich mal.
Ablass? Teilezerlegung. In diesem Modus kannst du Teile von deinem Auto... Ah, okay, alles klar. So, ich hätte das vielleicht erst noch vorlesen sollen, ne? Teilezerlegung. Ölablassschraube. Ah, gucke, jetzt läuft das Öl hier runter. Cool, und dann nehmen wir hier noch den Ölfilter mit weg. Das machen wir auf dem Wege auch noch, weil... Guck mal, 16% hat er nämlich nur noch. Weil zum Ölwechsel gehört auch ein Ölfilter. Das muss ganz klar sein. So, wir lassen das Auto noch ein bisschen ausbluten sozusagen und gehen jetzt mal... warte mal, hier war eben die Rede von einem Tablett. Ich muss nämlich jetzt irgendwie einen Ölfilter bekommen. Hier haben wir zwar Öl. Inventar öffnen. Ah ja, einen blauen Ölfilter. Okay, das heißt, den muss ich jetzt kaufen. Öl haben wir hier stehen. Das brauche ich, glaube ich, nicht so. Aber ich muss jetzt irgendwo... Cooles Poster. Wir müssen jetzt irgendwo zusehen, dass wir Ölfilter herbekommen. Erste Hilfe, ganz wichtig. Hier ist Toilette. Diagnosefahrt, da brauchen wir noch nicht rein. Das ist noch zu. Das ist dann, glaube ich, irgendwo eine Aufrüstung, gehe ich von aus. So, hier oben kommen wir wahrscheinlich dann hoch zu den Schlafräumen. Geht nicht. Okay, da ist dann geschlossen. Ah, hier ist ein Computer. Gucke, da können wir hin. Und dann müssen wir Autoteile laden. Genau, da brauchen wir einen Filter. Filter. Ich glaube, das müssen wir hier irgendwo... Motorfarbe? Oder können wir hier auch beim Motor gucken? Motor. Warte mal, ich gebe mal Filter ein. Mal gucken, was passiert. Filter. Ah ja, hier, guck. Einen blauen haben wir gehabt, ne? Blau. Da. Anwenden. Okay, dankeschön. So, jetzt haben wir ausgegeben 25 Euro. Siehst du auch da oben? Brrt, uns fehlen jetzt 25 Euro. Das heißt, jetzt müssen wir da wieder hingehen. Mit Umschalten auf. Karosse, Karosserie, Zustand, Fahrzeug bewegen, Inventar öffnen, Reparaturauftrag öffnen. Wo war denn das gewesen? Karosseriemodus auf Zustand 2. Ich mach mal auf 2. Ne, Karosserie machen wir nicht. Normaler Modus. Fahrzeug bewegen, Inventar. Hä? Ah, Zusammenbaumodus. Ah, okay. Ich muss das erst einmal mit der linken Maustaste anklicken. Und dann können wir nämlich bauen. So, Teile Zusammenbau steht da nämlich auch. In diesem Modus kannst du Teile an ihren üblichen Ort anbringen. Eine transparente Silhouette wird um das Teil erscheinen, wenn es angebracht werden kann. Okay, dann machen wir das einfach mal. Wir brauchen nämlich hier den Ölfilter. Rechte Maustaste gedrückt halten. Hier sehen wir den kaputten. Wir nehmen natürlich den neuen. Klar. So, das wäre es hier unten schon gewesen. Die Ölablassschraube ist ja dran. Das heißt, wir nehmen das Ölablassfass sozusagen wieder mit. Lassen den da stehen. Und lassen den Karren runter und müssen jetzt einfach nur neues Öl wieder einfüllen. Ganz genau. Und dazu gehen wir, dann gehe ich mal von aus in die Motorhaube. Die muss weg. Und machen dann hier oben Motor. Irgendwo muss doch... Ah ja, siehst du? Rechte Maustaste gedrückt halten. Und wie lasse ich das jetzt ab? Ich muss doch wissen, wie viel Öl da reinkommt. Ich kipp einfach mal. Mal sehen, was passiert. Vielleicht lasse ich es auch einfach überlaufen. Ein bisschen Umweltschutz hier. Scheiß drauf. Ah, okay. Jetzt scheint er voll zu sein. So sieht es zumindest aus. Haben wir. Und dann müssen wir in den Karosserie-Zusammenbau-Modus gehen. Das ist die 2. Und machen die Motorhaube wieder drauf. So, jetzt haben wir hier 100% und der Karren ist eigentlich fertig. Das heißt, Reparaturauftrag öffnen ist das O. Reparaturauftrag. Hier kannst du die Details deines Auftrages einsehen. Wenn du den Job nicht magst oder nicht alle Aufgaben erfüllen kannst, kannst du den Job jederzeit beenden. Du wirst für die bereits erledigten Aufgaben eine Vergütung bekommen. Aber du wirst den Bonus für den Abschluss des Jobs verlieren. Ah, okay, es gibt noch einen Bonus. Okay, das sehe ich hier auch gerade. In Zukunft werden die Aufträge fordernder sein und wirst kaputte Teile selbst finden müssen, anstatt dass sie auf der Liste stehen. Okay, bitte beachte die Balkenanzeige für den minimalen Teilezustand auf der rechten Seite. Sie informiert dich über die benötigte Mindestanforderung des Teilezustandes für eine jede Reparatur. Gut, dann haben wir es. Ich habe jetzt hier 149 Euronen verdient. Die nehmen wir doch mal mit. Es fehlen Karosserieteile im Auto. What? Was fehlt denn da noch? Die Motorhaube. Hallo, die habe ich doch drauf gebaut. 2. Warum habe ich die nicht mitgenommen?
So, jetzt nochmal. Und abgeschlossen. Reparatur mit Teilen minimalen Zustände. Okay, ist egal. Wir sollten nun Ölwechsel machen. Haben wir gemacht. Jetzt haben wir 109 Euronen dazu verdient. So, das ist quasi unsere Werkstatt. Guck mal, jetzt haben wir 106 Erfahrungspunkte. Reicht aber noch nicht für eine Erweiterung. Das heißt, wir gehen nochmal gucken hier ins Telefonica. Erneuere das Motorenöl. Erledige alle Motorenfehler. Ah, hier, das ist die Geschichte mit dem Auslesen zum Beispiel. Auftrag ablehnen. Wir haben noch keine 1000 Erfahrungspunkte. Erneuere das Motorenöl. Also, wir nehmen das mal mit. Den Renault. Piccolo! Den holen wir auf jeden Fall nochmal rein. Und werden dann, yay, das Motorenöl nur erneuern. Das heißt, ich brauche da eigentlich gar nicht, also kontrollieren sozusagen. Das heißt, ich brauche gar nicht so wirklich einen Ölfilter zu wechseln. Halte das Öl zwischen Max und Min. So, hier haben wir's. Neues Öl hat eine goldene Farbe, altes Öl ist dagegen schwarz. So, der ist natürlich klein. Und den müssen wir ein bisschen auffüllen. So sehe ich das zumindest. Das heißt, wir kippen da nochmal ein bisschen was nach. Okay. Und dann sehen wir, hier ist er halb. Und das ist eigentlich okay. Man könnte nochmal so ein bisschen was nachkippen. Ja. Das könnte man machen. Dann hätte man noch eine kleine Reserve hier. Das wäre okay. Aber hier mehr als hier drüber gehen dürfen wir. Man könnte das jetzt noch voll machen, macht aber nicht wirklich Sinn. Denn Autos mit älteren Motoren, da könnte es dann passieren, wenn der Knotenölstand zu hoch ist, dass der dann irgendwo aus den Dichtungen rausdrückt. Deswegen lassen wir es einfach jetzt so stehen. Das ist okay. Und dementsprechend bauen wir das Auto wieder zusammen und sagen, wir sind meiner Meinung nach fertig. Nein, haben wir nicht. Öl wechseln, altes Öl ablassen, neues nachfüllen, also das gleiche wie eben. Und ein Ölfilter. Ja, in Ordnung. Okay, alles klar. Dann machen wir das mal anders. Wir gehen auf Fahrzeug bewegen. Natürlich. Gehen wieder auf die Bühne. Das gleiche Spielchen wie eben. Jagen das Ding nach oben. Nimm den alten Ölfilter, Fanger, Wechsler. Und rennen dahin. Lassen das Öl wieder ab. Klar. Ölwechsel können wir ja mittlerweile. So. Kosten für Ölreinigung. 100 Dollar. Euro. Euro-Dollar. Das haben wir extra so viel nachgemacht. So. Jetzt brauchen wir natürlich Inventar. Einen blauen Zustand. 27%. Das ist aber der von dem jetzt hier. Also eigentlich hätte der noch gereicht, aber gut, okay, wenn das Spiel das so will, dann kauft man nochmal neuen Öl. Das ist natürlich cool, ne, dass der die letzte Seite sich merkt. Das finde ich schon cool. So, dann bauen wir den wieder ein. Können wir ja schon, wie eben auch. Dann haben wir zumindest hier gleich im ersten Part Zusammenbaumodus, haben wir gleich im ersten Part zwei Ölwechsel hinter uns. Ist auch nicht ganz uncool. So, das können wir wieder wegmachen. Ja, die nächsten Fahrzeuge werden auf jeden Fall schwieriger. Also nur Ölwechsel machen wir hier nicht, da habt man keine Angst. Wir werden dann noch richtig schwierige Sachen auch machen. Ach cool, die brauchst du gar nicht abzubauen, die kannst du auch nur öffnen. Jawohl! Jetzt weiß ich auch, wie voll das Ding werden muss. Lol! Weil hier können wir nämlich jetzt gucken, wie voll ist denn das? Jetzt haben wir auch eine andere Farbe hier. Können wir nochmal ein bisschen nachkippen. Das machen wir nochmal so ein kleines bisschen. Nur nicht Fülle, aber so ein kleines bisschen. Dann haben wir eine kleine Reserve dran. Ne? Wenn wir jetzt nochmal schauen hier. Beim Ölmessstab. Da sieht man das. Siehste, ist okay. Dann können wir nämlich hier die Motorhaube nicht abbauen, sondern wieder dran setzen. Schön. Astral. Karosserie Zusammenbaumodus. Passt schon. Dann nehmen wir jetzt die Motorhaube. Bauen die drauf und sagen ganz einfach
Fertig. Und tschüss. Gut, liebe Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt doch bitte in die Kommentare rein, ob ihr davon mehr sehen wollt. Ich werde jetzt noch eine vorproduzieren und dann haben wir zwei Folgen für die nächste Folge, dann eben ein bisschen was Schwieriges. Es wird auch sein, dass ich dieses Ding zwischendurch mal streame. Deswegen da bitte auch mal drauf achten auf meinen Stream auf Twitch.tv, Onkel Poppy natürlich mit Unterstrich, Onkel Unterstrich Poppy. Schreibe ich unten auch nochmal in die Beschreibung mit rein. Das werde ich ab und zu mal streamen auf jeden Fall. Auch Let's Play werde ich hier machen, aber dann eben nur so kürzere Teile, weil ich denke mal, wenn wir so ein bisschen an der Karosserie arbeiten müssen und so, wird es etwas länger dauern. Gerade auch, wenn man in Richtung Fahrwerk oder sowas geht, dann ist das nicht ganz so einfach. Deswegen ist das für den Stream etwas angenehmer. Wir werden auf jeden Fall hin und wieder mal, unregelmäßig auf jeden Fall, aber wir werden hin und wieder mal ein Auto reparieren hier auf diesem Kanal, denn ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann bin ich da natürlich schwer begeistert von und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao!